Moin Moin, liebe Mats Aber, sagt eigentlich immer Dieter an dieser Stelle. Diesmal sind es Lars Pegelow und ich. Und wir haben einen Gast, mit dem wir uns heute außer der Reihe mal unterhalten wollen. Kein Mats Ab Live, sondern ein Mats Ab Video mit dem Sportchef, mit Oliver Kreuzer. Herzlich willkommen, Olli. Hallo. Es ist eine nicht ganz so schöne Phase, allerdings mit einem kleinen Highlight am letzten Freitag. Leverkusen, wie viel Selbstvertrauen gibt dieses Spiel schon im Hinblick auf das Spiel am Sonnabend in Hannover? Ja, ich glaube schon, dass es ein extrem wichtiger Sieg war gegen Leverkusen. Nicht aufgrund nur der Resultate vom Wochenende, sondern, wie Sie es angesprochen haben, ich glaube, für das Selbstvertrauen der Mannschaft war es ganz, ganz wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, um jetzt ja, sehr dominant, sehr gestärkt auch nach Hannover zu reisen. In Hannover wird es mit Sicherheit nicht weniger wichtig sein, dass das Spiel dort siegreich zu gestalten. Das ist ein Überholspiel, wie es der Trainer Mirko Slomka genannt hat. Rein von der Ausgangssituation her ist es ja so, der HSV hat einen leichten Aufwärtstrend, Hannover hat einen relativ massiven Abwärtstrend im Moment zu verzeichnen. Ist der HSV tatsächlich psychologisch im Vorteil für dieses Spiel am Sonntag? Jedes Spiel muss gespielt werden. Natürlich, wenn man die letzten Wochen sieht, ist bei uns ein Aufwärtstrend zu verspüren. Nochmals, gerade der Sieg gegen Leverkusen war eminent wichtig im Hinblick auf dieses Hannover-Spiel. Hannover selbst hat die letzten 4 Spiele verloren, auch am letzten Wochenende in Braunschweig diese klare Niederlage einstecken müssen. Dazu noch 2 gesperrte Spieler. Von daher gesehen, ja, die Anzeichen eigentlich sprechen für uns. Das ist wirklich so. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das Spiel beginnt bei 0:0 und dementsprechend hat auch Hannover immer Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Das Spiel Hannover HSV ist ja an sich schon als Nordderby bekannt und hat natürlich auch immer so eine gewisse Brisanz. Es sind immer sehr viele Hamburger mit in Hannover. Diesmal sollen es 10.000 werden, plus sogar, wie ich gehört habe, 100 Mitarbeiter von der Geschäftsstelle hier. War das eine gesammelte Aktion, war es eine geplante Aktion oder ist das einfach so entstanden und die Leute wollten einfach alle mit? Nein, wir haben beschlossen, beziehungsweise die Mitarbeiter gefragt, ob das keine gute Idee wäre, gerade jetzt nochmal im Endspurt in dieser Meisterschaft, dass man da eine gewisse Solidarität auch von Vereinsseite an den Tag legt. Und die Idee kam gut an. Dementsprechend ist es eine ganz, ganz tolle Sache, dass da so viele Mitarbeiter mitfahren. Ja. Mirko Slomka hat ja auch recht viele Ideen gehabt. Zum Beispiel hat er die Idee, einst Artjoms Rudnevs nach Hannover zu lotsen. Das hat er dann ja auch relativ erfolgreich geschafft. Jetzt ist er in Hamburg, bereut es ein wenig, dass er es damals gemacht hat. Gut, da haben wir ein paar Mal wurde schon drüber gesprochen. Der HSV, glaube ich, wäre auch froh, wenn er in der jetzigen Phase ein Rudnevs hätte, um vorne etwas mehr Flexibilität zu haben. Wie ist da der Stand überhaupt? Es gibt eine Kaufklausel für Hannover, die könnten ihn verpflichten, die ist Ende April, glaube ich, zu ziehen oder bis dahin. Gibt es da schon eine Ansage aus Hannover? Keine offizielle Ansage. Man hört oder man liest auch, dass Hannover gewillt ist, diese Option zu ziehen. Ob dem so ist, wird man sehen dann, ja. Wenn dieses Briefchen, wie es Dirk Dufner genannt hat, dann bei uns eingeht. Man wird sehen. Ja. Ist denn von Ihrer Seite ein Briefchen bei Hannover schon eingegangen in Richtung Mamdi Youf? Das war heute zu lesen, dass Mamdi Youf ein Spieler sei, der für den HSV interessant ist. Ist wahrscheinlich ligaweit recht interessant, weil der Spieler ablösefrei ist am Saisonende. Gibt es da Bestrebungen seitens des HSV, diesen Spieler eventuell in der neuen Saison nach Hamburg zu lotsen? Wir sind natürlich schon an der Kaderplanung dran für die kommende Saison. Und die Unsicherheit, was mit Pierre passiert, die ist weiterhin da. Wir wissen Stand heute nicht, ob wir Pierre halten können. Von daher gesehen schauen wir uns allgemein auf dem Markt um. Und ja, ablösefreie Spieler mit dieser Qualität sind nicht nur bei uns ein Thema, sondern grundsätzlich, glaube ich, in der Liga. Wie viel Einfluss kann im Moment in dieser Situation, 5 Spiele vor Saisonende, wie viel Einfluss kann der Sportchef nehmen auf das, was aktuell passiert auf dem Platz? Ja, relativ wenig. Ich glaube, die Gegebenheiten sind klar. Wir haben sehr, sehr viel gesprochen im Vorfeld der letzten Partien. Ich glaube eher, dass jetzt ja, der Trainer gefordert ist, gemeinsam mit der Mannschaft das Ruder rumzureißen. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Wege. Jetzt seit Mirko hier ist, hat er ja eine unglaubliche Heimbilanz vorzuweisen, was ja in der Vergangenheit immer
die große Schwäche war, dass wir es nie fertiggebracht haben, hier zu Hause zu überzeugen. Das ist jetzt unter Mirko nicht mehr der Fall. Wir haben, glaube ich, gute Heimspiele und auch positive Resultate erzielt hier. Und ja, diesen Weg wollen wir weitergehen. Ganz einfach, dass jetzt die Mannschaft in den verbleibenden 5 Spielen gemeinsam mit dem Trainerteam nochmal diese gleiche Leidenschaft an den Tag legt, diese gleiche Laufbereitschaft. Und ja, dann glaube ich auch, mit diesem eingeschlagenen Weg, mit dieser Einstellung, werden wir schaffen. Ganz Hamburg hofft das ja, ne? Also Platz 13 bis 18, das ist ja im Moment der Spielraum, der eigentlich theoretisch möglich ist. In jedem Fall, ob es nun klappt am Ende oder nicht, hinter den Erwartungen zurück, sogar deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wie viel Verantwortung muss dafür der Sportchef übernehmen? Der Sportchef hat immer die Verantwortung, natürlich gemeinsam mit dem Trainer, was da auf dem grünen Rasen passiert. Klar, wir haben uns vor der Saison die Dinge anders vorgestellt. Speziell ich habe mir es auch anders vorgestellt, dass in meinem ersten Jahr in Hamburg natürlich wir erfolgreicher sind. Es war ein kurioses Jahr, ein verrücktes Jahr mit einigen Trainerwechseln, mit schwierigen Entscheidungen, mit manchen Entscheidungen, die man einfach hat treffen müssen. Und ich speziell habe nie geglaubt, dass wir in diesen Abstiegsstrudel hineinkommen. Ich war mir noch in der Winterpause relativ sicher, dass wir gemeinsam mit Bert van Marwijk eine gute Rückserie spielen werden. Wir waren ja damals, glaube ich, noch 6-7 Punkte weg von einem Abstiegsplatz. Aber die Dinge haben sich eben so entwickelt. Und auch da trägt natürlich die Mannschaft auch mit die Verantwortung dafür. Und ja, wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn ein Mirko Slomka vielleicht im Oktober schon verfügbar gewesen wäre. Aber gut, es ist so gekommen, wie es ist. Wir wollen schauen, dass wir diese Saison mit dem Nichtabstieg retten. Und davon sind wir weiterhin absolut davon überzeugt. Und dann wollen wir in die neue Saison starten. Wenn Sie sagen, wer weiß, was passiert wäre, wenn Mirko Slomka früher da gewesen wäre, heißt das im Umkehrschluss, Bert van Marwijk im Nachhinein betrachtet, ein Fehler, diesen Vertrag so zu machen und ihn zu holen? Ja, es geht nicht nur um die Vertragsgestaltung, sondern es geht einfach darum, die Entscheidung für Bert van Marwijk, die haben wir damals voller Überzeugung getroffen. Man muss auch schauen, was damals verfügbar war auf dem Markt. Und ich kann mich noch erinnern, dass als wir Bert van Marwijk verpflichtet haben, gerade nach den ersten Wochen, als er hat ja auch sehr erfolgreich begonnen mit 8 Punkten von möglichen 12, hat ganz Fußball-Deutschland geschrien, Gratulation zu Bert van Marwijk, die beste Lösung, die überhaupt auf dem Markt war. Aber so ist der Fußball. Wenn du keine Resultate erzielst, dann wird das, was damals gut war, schon wieder als schlecht angesehen. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, dann irgendwann in diesem Jahr nach weiteren Niederlagen nochmals die Reißleine zu ziehen. Aber wir waren damals absolut davon überzeugt. Im Nachhinein kann man sagen, ja, es war vielleicht ein Fehler, aber es ist hypothetisch zu sagen, ob es ein anderer hätte besser gemacht damals. Heute bei der Pressekonferenz hat der Trainer zum Beispiel schon die Laufstärke der Mannschaft als positive Erscheinung des Moments bezeichnet. Er hat gesagt, das sei eine Stärke, die man jetzt nutzen müsse. Das war ja den Rest der Saison über eigentlich nicht der Fall. Da war es eigentlich eher andersrum. Ich erinnere mich auch daran, dass es mal, glaube ich, Gespräche von Ihnen mit Thorsten Fink gab, ob man nicht die eine oder andere Einheit mehr machen müsse. Ich glaube, oder Frage ist jetzt erstmal, gab es diese Gespräche dann auch bei Bert van Marwijk? Wurde da auch gefragt, warum machst du so wenig, warum machen wir nicht mehr? Oder gab es überhaupt irgendeine Einflussnahme Ihrerseits oder war das da nicht so auffällig, dass man es einfach nicht bemerkt hat? Nein, natürlich haben wir oder speziell ich die Dinge angesprochen und auch bemerkt. Ich meine, es gibt ja Statistiken, obwohl man nicht immer nur alles jetzt so viel Wert auf die Statistiken legen muss, aber wir haben jetzt, glaube ich, gegen Leverkusen mit 120 Kilometer eine Laufleistung erbracht, wie wir sie in dieser Saison noch nie erbracht haben. Und das sind natürlich Dinge, die ich auch damals angesprochen habe, auch Bert van Marwijk, immer wieder darauf hingewiesen habe, dass meines Erachtens eigentlich wir mehr tun müssen,
Das ist doch immer so im Fußball. Wenn du erfolgreich bist, dann ist ja alles okay. Aber wenn du nicht erfolgreich bist, dann musst du dafür mehr tun, dass es besser wird. Dementsprechend musst du mehr trainieren. Das ist so. Die Dinge wurden immer angesprochen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, den Trainingsplan zu erstellen, sondern es ist meine Aufgabe, mit dem Trainer darüber zu reden, die Dinge zu verbessern, die Dinge anzugehen. Wenn dann kein Feedback kommt, beziehungsweise wenn die Dinge nicht geändert werden, dann brauchst du einfach Resultate. Wenn die dann auch nicht erfolgen, die Resultate, ja, dann musst du die Konsequenz ziehen. Das ist einfach so. Die Konsequenz wurde gezogen nach dem Braunschweig-Spiel, nach der Niederlage in Braunschweig. Jetzt auch im Nachhinein betrachtet, die Diskussion um den Trainer war ja schon die Woche davor oder sogar 10 Tage davor recht öffentlich. Und im Grunde genommen immer dann, wenn so eine Diskussion massiv geführt wird, dann ist ja ein Trainer schon mal arg beschädigt in seiner Autorität. Im Nachhinein betrachtet, hätte man das vor dem Braunschweig-Spiel nicht schon ziehen müssen, die Konsequenz? Und vor allem, was wäre denn passiert, wenn der Trainer Bert van Marwijk in Braunschweig gewonnen hätte? Dann wäre er auch Trainer geblieben, definitiv. Trotz dieser Tatsache, dass man mit dem Trainer nicht wäre er auch Trainer geblieben, dann hätten wir Bert vertraut, dass er mit der Mannschaft diesen Umschwung schafft. Manchmal braucht es ja auch nur ein Aha-Erlebnis, um dann trotzdem wieder den Turnaround zu schaffen. Definitiv, ja. Dann wäre er Trainer geblieben, ja. Man hört daraus aber trotz allem eine gewisse Unzufriedenheit. Natürlich ist klar, auch bei den Resultaten, die dann letztlich rausgesprungen sind unter dem alten Trainer. Sie hat noch vorhin noch gesagt, wir haben einige Entscheidungen treffen müssen. Da habe ich jetzt so im Hinterkopf gedacht, okay, da fehlt jetzt der zweite Halbsatz nach der Devise, auch wenn wir vielleicht nicht überzeugt waren oder auch wenn wir gewisse Zwänge hatten. Wie viel unter Zwang, unter wirtschaftlichem Zwang musste geschehen gegen Ihre Überzeugung in dieser Saison? Es war ein schwieriger Spagat, diese Dinge auf die Reihe zu bringen. Schauen Sie, als ich hier angefangen habe vor 9 Monaten oder knapp 10 Monaten jetzt, wurde ein Transferüberschuss von 15 Millionen Euro veranschlagt. Parallel wollen wir eine gute Mannschaft auf die Beine stellen. Es war im Prinzip oder waren wenig Mittel da, um eigentlich neue Spieler nach Hamburg zu lotsen. Das war auch klar. Parallel standen natürlich einige Spieler zur Disposition, beim damaligen Trainer Thorsten Fink schon. Dass das nicht so einfach werden würde, diese Spieler abzugeben, das war mir auch klar. Darüber hinaus hat man dann entschlossen oder sich entschieden, gemeinsam mit dem Trainer, dass man diese Spieler abgeben möchte. Aber wie gesagt, bis zum Ende Transferfenster war es dann nicht machbar. Ne? Dann hat man diese Spieler immer noch bei sich gehabt. Dann kam im Laufe der Saison natürlich auch ein unglaubliches Verletzungspech hinzu. Mit der Krönung natürlich im Trainingslager in Abu Dhabi, als dann sich Maxi Beister das Kreuzband reißt. Ne, dass Johann Schirolänger ausfällt. Und das waren alles Dinge, die natürlich dann nicht förderlich waren für den weiteren Verlauf der Saison. Aber insgesamt, klar, es war ein schwieriges Jahr. Ein schwieriges Jahr, um die Dinge wirklich so anzugehen oder auch so umzusetzen, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Dazu waren einfach wirklich die wirtschaftlichen Zwänge einerseits, auch die Vorgaben waren dann natürlich zu schwer, das wirklich alles umzusetzen. Trotzdem, am Ende des Tages, das habe ich von Beginn an der Saison schon gesagt, egal was passiert ist, die Mannschaft, so wie sie auf dem Feld stand und darüber hinaus dieser Kader, den wir trotzdem hatten, war eigentlich zu gut oder ist eigentlich qualitativ zu gut, um in diese Situation zu kommen. Und da spreche ich nochmal gerne die Laufleistung an. Warum war die Mannschaft nicht in der Lage, unter einem Thorsten Fink oder unter einem Bernd van Marwijk diese Laufleistung zu erbringen? Dieses Engagement an den Tag zu legen. Das ist ja immer so eine Frage, wo dann aufkommt, wo es auch rational keine Antwort dafür gibt. Das müssten eigentlich mal die Spieler beantworten. Warum ist die Mannschaft nicht in der Lage, unter Bert van Marwijk zu Hause gegen Schalke oder in Hoffenheim solch ein Engagement an den Tag zu legen, so eine Laufleistung abzurufen, in die Zweikämpfe zu gehen, so engagiert aufzutreten? Das ist immer dann manchmal ja, die große Frage. Würden Sie eigentlich sagen, dass jetzt mit der Erfahrung jetzt aus diesem Dreivierteljahr, Sie haben eben gewisse Zwänge auch beschrieben, die es gab, dass Sie noch eine Chance verdient hätten fürs nächste Jahr oder auch im Zuge dessen, was jetzt diskutiert wird mit diesem Verein von außen betrachtet, dass da auch auf Ihrer Position Fehler gemacht wurden? Ach,
Schauen Sie, ich habe noch einen Zweijahresvertrag. Ich gehe auch davon aus, dass ich weiterhin Sportchef des HSV bleiben werde. Von daher gesehen, es geht nicht um eine zweite Chance. Nochmals, ich habe von Beginn an gesagt, dass diesen Verein neu aufzustellen, was die letzten Jahre passiert ist, das kannst du in 10 Monaten oder ich sag mal in einem Jahr, das schaffst du nicht. Du hast ja Verträge, die über die Laufzeit oder über dieses Jahr hinausgehen, bis 15, bis 16, mit diesen Vorgaben und gleichzeitig erfolgreich sein. Das ist ein Prozess, der über 2 bis 3 Jahre geht. Also du kannst nicht das, was die letzten Jahre passiert ist, innerhalb von einem Jahr mit den bestehenden Gegebenheiten, das kannst du nicht radikal ändern. Dazu bist du gar nicht in der Lage, beziehungsweise du bist nicht der Alleinige, der das entscheidet. Weil oftmals entscheiden das ja auch die Spieler und die Berater mit. Von daher gesehen, die Frage, ob ich eine zweite Chance verdient habe, es geht nicht um die Chance. Es geht darum, den Verein Stück für Stück nach vorne zu bringen. Und ich glaube einfach, wenn wir dieses Jahr überstehen, wenn wir auch nächstes Jahr erstklassig sind, auch im Bereich des Nachwuchses, da soll es einige Veränderungen geben. Und von daher gesehen glaube ich einfach, dass wir auf einem guten Wege sind. Jetzt mit einem Trainer, der auch sehr stark interessiert ist, was im Nachwuchs passiert, der auch jetzt schon den Kontakt hat zu dem neuen U23-Trainer. Wir wollen gezielt ein Fördertraining einführen, wir wollen den Nachwuchs stärker anbinden an die Profimannschaft. Aber dazu brauchst du natürlich auch die richtigen Leute. Die richtigen Leute im Nachwuchsbereich, die den Kontakt nach oben suchen zu dem Cheftrainer. Da muss ein ständiger Link da sein. Und du brauchst auch einen Cheftrainer, der natürlich auch diesen Weg mitgeht. Sprich, auch ein Auge auf die Nachwuchsarbeit wirft. Ne? Und da sind wir wirklich jetzt auf einem guten Wege. Inwieweit ist denn die Initiative HSV Plus, um die es ja Ende Mai gehen wird, für Sie ein Hoffnungsschimmer? Oder ist das für Sie gar nicht so entscheidend, diese Strukturreform, die jetzt zur Debatte steht? Doch, ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist, dass dieser Verein zu neuem frischen Kapital kommt. Und das ist nur mit HSV Plus zu schaffen, oder? Ich bin der Meinung, ja. Definitiv ja. Ja. Definitiv ja. Gab es denn Ihrerseits, also die Vorstandskollegen, glaube ich, hatten den einen oder anderen Kontakt schon zu dieser Initiative. Gab es Ihrerseits schon Kontakte mit dieser Initiative, mit den Initiatoren? Hat man sich da mal zusammengesetzt, mal unterhalten darüber, wie man das dann gestalten würde, wenn es denn am 25. Mai mit den 75% abgestimmt wird? Ich hatte vor einiger Zeit mal mit Herrn Rickhoff ein sehr positives, angenehmes Gespräch. Und bin auch jetzt mit Tommy von Hesen im Austausch regelmäßig. Aber so richtig jetzt involviert in dieses Thema Ausgliederung bin ich nicht. Das haben mehr oder weniger meine Kollegen, Herr Jacho und Herr Hilke, vorangetrieben. Natürlich über die Prozesse, über den Stand der Entwicklung dieser Ausgliederung bin ich immer informiert, durch die Vorstandsmeetings. Aber wie gesagt, natürlich eher Karl Jacho und Joachim Hilke haben da diese Ausgliederung dann speziell vorangetrieben. Ja. Sie haben ja gerade gesagt, frisches Kapital, das wird ja bei der HSV-Initiative Plus, wird das natürlich dann immer mit dem Namen Kühne verbunden. Da gab es allerdings in der Verbindung Kühne-Kreuzer, gab es ja am Anfang so ein paar Irritationen. Ich weiß nicht, sind die schon komplett beigelegt? Gab es da mal ein Gespräch oder ist das einfach so, dass man da jetzt gar nicht mehr drüber spricht, dass es einfach totgeschwiegen wird? Oder haben Sie aktuell Kontakt zu Herrn Kühne? Nein, ich habe aktuell keinen Kontakt zu Herrn Kühne. Ich hatte leider auch noch nie Kontakt zu Herrn Kühne. Doch, wir hatten mal telefoniert vor einiger Zeit. Ganz am Anfang meiner Über dieses Thema dann? Nein. Vorher, bevor dieses Thema aufkam. Ja. Nochmals, ich habe mit Herrn Kühne 0,0 Probleme. Ich fand es damals nur etwas speziell, um es mal so auszudrücken, dass meine Person da so öffentlich diffamiert wird von einer Person, die mich gar nicht kennt. Und deswegen habe ich mich dazu auch mal geäußert. Aber erstens mal bin ich kein nachtragender Mensch und ich kenne Herrn Kühne nicht, deswegen kann ich ihn auch gar nicht bewerten. Ich glaube, er hat in seinem Leben viel erreicht, der Mann, deswegen großen Respekt. Aber das war damals ein Satz, den wollte ich einfach loswerden. Von daher gesehen, mit Herrn Kühne habe ich 0,0 Probleme.
Ob und wie viel Geld denn nun kommt durch Kühne oder wen auch immer, das ist ja im Moment noch offen. Sie hatten eben auch gesagt, 15 Millionen Transferüberschuss hätte es sein sollen, vergangene Saison. Wie sieht denn das aus für die kommende Saison? Also angenommen, der Klassenerhalt wird geschafft, was wir nun alle hoffen. Wie sieht das aus für die kommende Saison? Sieht es da besser aus oder müssen Sie auch erstmal ganz viel sparen? Und beispielsweise, auch darüber wurde spekuliert diese Woche, Großverdiener auch von der Liste runterkriegen. Also auch dieses Thema kann ich komplett verneinen, dass wir da vom Verein oder speziell ich da proaktiv schon geworden wäre, diverse Spieler selbst anzubieten bei Vereinen oder Spielerberater zu beauftragen, diese Spieler bei anderen Vereinen anzubieten. Das ist kompletter Humbug, das ist nicht der Fall. Das wollen wir nicht tun, werden wir auch nicht tun, weil wir überzeugt sind, wir halten die Klasse. Von daher gesehen wollen wir auch weiter mit diesen genannten Spielern arbeiten. Das ist so. Die Bedingungen sind auch fürs kommende Jahr erschwerlich. Ja, es ist nicht einfach, ohne frisches Kapital auch da wiederum aktiv auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Von daher gesehen, wie gesagt, hoffe ich natürlich auch auf frisches Kapital in den Verein, dass einfach da das Handeln auch etwas einfacher gemacht wird. Ja. Welche Transfers in dieser Saison, es waren ja doch einige Spieler, auch die gekommen sind, würden Sie sagen, im Nachhinein, das war ein richtig guter Griff, damit haben wir uns verbessert? Ja, ich glaube schon, dass gerade jetzt unter Slomka ein Johann Giroux definitiv die Qualität hat, um beim HSV zu spielen. Auch er wurde ja immer zum Teil auch berechtigterweise kritisch gesehen. Natürlich, bei ihm war es auch so, dass er oft mit Verletzungen zu tun hatte. Gleich zu Beginn hatte er ja sich an der Leiste operieren lassen müssen. Dann im Trainingslager kam diese Muskelverletzung hinzu. Ich glaube, jetzt ist er mittlerweile angekommen, was vielleicht auch mit Slomka zu tun hat, den er als Hannover kennt, der ihm absolut vertraut. Da sieht man schon, dass Johann Giroux ein guter, sehr guter Spieler für den HSV werden kann, wenn man die letzten Partien sich anschaut. Ich glaube, Lasogga, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Schade, dass er jetzt auch mit Verletzungen zu tun hat. Auch das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Griff. Bei Jacques Suhr hätte man sich eigentlich etwas mehr erwarten können. Aber auch da muss man schauen, das ist natürlich kein Top-Transfer gewesen. Das war unter den damaligen wirtschaftlichen Gegebenheiten. Letztes Jahr war das ein Spieler, der, ich sag mal, für relativ kleines Geld vom FC Basel gekommen ist. Sie schmunzeln, aber das ist wirklich so, für relativ kleines Geld. Mhm. Aber wirklich kleines Geld im Vergleich, was sonst eigentlich bezahlt wurde bisher, zum Beispiel. Von daher gesehen, das war auch ein Perspektivspieler. Das war kein Spieler, Jacques ist 21 Jahre, ist ein sehr, sehr junger Spieler, der, glaube ich, Potenzial hat. Man sieht auch jetzt, mit mehr Spielrhythmus kommt er immer besser ins Spiel. Ja, er hätte vielleicht das ein oder andere Tor mehr erzielen müssen. Daran muss er arbeiten. Aber ich würde ihn jetzt nicht als Fehleinkauf abstempeln, sondern das ist ein Spieler, der das Potenzial hat, sich weiter zu steigern. Lasse Sobisch war ein Spieler, den wir eigentlich als Backup verpflichtet haben. Lasse war oder ist ehemaliger U21-Nationalspieler, wo wir von Borussia Dortmund geholt haben. Das ist ein Spieler, der, glaube ich, seine Sache oft gut gemacht hat. Natürlich weiß er, hat auch einige grobe Schnitzer gehabt in seinem Spiel. Aber auch da würde ich Lasse nicht unbedingt jetzt als Fehleinkauf abstempeln. Nochmal, insgesamt, glaube ich, es war in Ordnung. Vom einen oder anderen hatte man sich etwas mehr erwartet. Und von daher gesehen, ist das so. Ich würde an einer Sache gerne nochmal anknüpfen. Stichwort Nachwuchs ist ja eben gefallen. Der Josef Zimbauer kommt ja als neuer Trainer für die U23. Ist da auch geplant, beispielsweise die Position des Nachwuchsleiters noch anders zu besetzen? Im Moment macht das ja Nolens, Wohlens, glaube ich, kann man so sagen, der Michael Schröder. Ich glaube, dass auch Michael auf seiner Position bleiben wird. Michael macht das jetzt seit anderthalb Jahren und Michael war vorher über 10 Jahre Scout, Chef-Scout. Michael ist jemand, der ein gutes Auge hat für Spieler,
hat auch damals in der erfolgreichen Zeit mit Didi Beiersdorfer ein gutes Auge bewiesen, hat auch viele Transfers mit selbst eingefädelt. Ich halte viel von Michael. In der Rolle jetzt des Nachwuchschefs wird ihm ja auch immer nachgesagt, dass er da nicht unbedingt jetzt der Richtige ist. Ich will trotzdem versuchen, gemeinsam mit Michael diesen Weg weiterzugehen. Ich spüre auch bei ihm jetzt eine gewisse Aufbruchstimmung. Gerade jetzt, wo Joe Zinnbauer neuer Trainer wird, also der Austausch zwischen Joe Zinnbauer und Schröder, da spüre ich so eine gewisse Freude, weil Joe Zinnbauer ist jetzt richtig, er brennt auf diese Aufgabe, er ist engagiert. Auch gerade jetzt, was die Verpflichtung neuer Spieler anbelangt, sind wir da schon sehr weit. Auch der Kontakt zu Mirko Slomka ist da ganz anders wie zu seinen Vorgängern. Und da spüre ich eine gewisse Freude, eine gewisse Proaktivität, ein richtiges Engagement jetzt, die Dinge anders anzupacken, aktiver anzupacken, besser anzupacken. Und von daher gesehen glaube ich schon, dass das trotzdem ein Modell sein kann. Sie haben einen Namen eben genannt, Dietmar Beiersdorfer, der wird ja hier in Hamburg auch immer wieder mal genannt, wenn es um die Position des Sportchefs geht. Unter anderem wurde jetzt auch geschrieben und ist wohl auch bestätigt, dass es Kontakte der Initiativen gab, ob es jetzt HSV Plus war, sogar HSV Reform, hat sich wohl mit der Personalie Dietmar Beiersdorfer auseinandergesetzt. Inwieweit ist sowas für einen Sportchef aktiv hinderlich, dass man immer hört, dass sein Nachfolger sogar schon ins Gespräch gebracht wird, dass ein Name gehandelt wird? Stört das in irgendeiner Form auch die Autorität der Mannschaft gegenüber oder ist das völlig beiseite zu schieben? Nein, ich glaube, das sind Dinge, mit denen muss ich klarkommen, dass da gerade jetzt in dieser Situation, wo diese Strukturveränderung ansteht, dass verschiedene oder mehrere Namen gehandelt werden, das ist, glaube ich, ganz normal. Was kommt, ob es dem so kommt, das kann ich nicht beurteilen. Für mich ist wichtig, und meine Autorität der Mannschaft gegenüber leidet da überhaupt nicht, weil die Mannschaft weiß auch, mittlerweile, dass viel, viel geschrieben wird. Wie viel Wahrheitsgehalt da oft dran ist, wird man sehen. Aber klar, von der Arbeit her, es ist immer schwierig, sage ich mal, wenn gewisse Fragezeichen hinter irgendwelchen Personen stehen, weil es geht ja auch um die Kaderplanung für die neue Saison, speziell auch nicht nur im Profibereich, auch im Nachwuchsbereich, wenn da irgendwelche Spieler oder Spielerberater natürlich mit denen man sich austauscht, entsteht immer schnell die Frage, ja, Herr Kreuz, was ist eigentlich, was passiert nächstes Jahr? Ne? Sie wollen diesen Spieler verpflichten, der Trainer logischerweise auch, aber was passiert dann, wenn Sie gar nicht mehr da sind? Ne? Also das ist dann schon manchmal so ein kleines Hindernis, aber ich kann es nicht ändern, so läuft das halt und damit muss ich klarkommen, ist ja kein Problem. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz und abschließend zum Sportlichen zurückkommen. Am Sonntag gibt es das Wiedersehen mit Artem Sudnes. Sehen Sie ihn in der nächsten Saison lieber hier oder würden Sie sagen, für einen guten Preis gehen wir ihn auch nach Hannover? Und vor allem, ist der vereinbarte Preis ein guter Preis? Auch das ist so eine ganz spezielle Story. Natürlich, wenn ich im Januar weiß, dass ich in 5 Wochen Mirko Slomka als Trainer verpflichte, hätte ich vielleicht Rudi nicht nach Hannover abgegeben. Aber unter den damaligen Bedingungen, nach dem Austausch mit Trainer Bert van Marwijk, war uns im Prinzip klar, dass Rudi für uns wirklich sehr wenig Einsatzminuten noch bekommt. Von daher gesehen, diese Entscheidung würde ich wieder treffen. Wenn Sie heute fragen, jetzt, wie ich Rudi ist ein Spieler, den man gerne in seiner Mannschaft hat, obwohl man auch wissen muss, dass Rudi kein Spieler ist, der gerne von der Bank kommt. Von daher gesehen glaube ich, dass Rudnevs vielleicht unter Slomka wieder ein anderer Spieler werden könnte beim HSV. Aber das sind Dinge, die wir damals so entschieden haben. Dazu stehen wir auch. Sollte Hannover die Option ziehen, dann ist das, glaube ich, trotzdem, auch für Rudi, ist das ein Betrag, mit dem wir auch zufrieden sein können. Mhm. Definitiv. Dann würde ich noch eine andere Rechnung gerne einmal aufmachen. Wie viele Punkte reichen denn am Ende, um die Klasse zu halten in der Saison? Ich glaube, 33, 34
Können reichen. Können reichen für den direkten Klassenerhalt. 1-2 Punkte weniger für den Relegationsplatz. Aber das sind reine Theorien, weil ich genau weiß, dass jetzt im Abstiegskampf, gerade in den letzten Partien, da werden wieder verrückte Resultate auftauchen, wo keiner damit je gerechnet hat. Wenn Augsburg die Bayern schlagen kann, dann kann das auch der HSV, dann kann das sogar Stuttgart, obwohl die im letzten Spiel dort spielen. Da ist normal Usus, dass die Bayern bei Schaleübergabe das Spiel gewinnen. Mhm. Aber nochmals, da gibt es verrückte Resultate. Wir tun gut daran, dass wir auf uns schauen. Und da wollen wir natürlich in Hannover am Samstag weitermachen. Und wenn wir in einem Jahr hier sitzen, sprechen wir worüber? Über eine gut funktionierende, intakte HSV-Mannschaft, die mit Sicherheit mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird. Über einen super Verein mit einer guten Nachwuchsabteilung, mit einer neuen Durchlässigkeit, mit einer neuen Struktur. Gehen Sie davon aus, dass HSV Plus mit 75% gewählt wird? Ich glaube schon, ja. Also man hat ja auf der Mitgliederversammlung im Januar gesehen, wie die Tendenz da ist. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass da am 25. Mai ganz klar diese Ausgliederung kommt, ja. Also HSV Plus in der neuen Saison mit Oliver Kreuzer als Sportchef und einer Mannschaft, die funktioniert. Davon gehe ich aus, ja. Gut. So ist das. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit. Gerne. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg. Alles klar, danke.